Hallo liebe Freunde der Schachvideos, diesmal beschäftigen wir uns mit einem weiteren dramatischen Stichkampf aus dem Weltcup und zwar dem Halbfinale zwischen Sergei Kajakin und Pavel Eljanov. In diesem Halbfinale ging es darum, den Finalgegner für Peter Svidler zu ermitteln. Hier sehen wir die Protagonisten, Pavel Eljanov sitzend und Sergei Kajakin da im Stehen, gibt ihm die Hand, früher Landsleute. Pavel Eljanov ist Ukrainer und Sergei Kajakin stammt aus der Ukraine, spielt aber seit längerem für Russland. Die hatten sehr unterschiedliche Wege in dieses Halbfinale. Eljanov, der Überraschungsmann des Turniers, hat dominiert fast all seine Gegner, musste nur einmal in den Stichkampf schon 35 Elo-Punkte dazu gewonnen, während Kajakin, ich glaube, nur zweimal den Stichkampf vermeiden konnte und schon seinen vierten Stichkampf spielt. Stichkampf entsteht, wenn beide Spieler 1-1 gespielt haben in den Turnierpartien im World Cup und dann geht es in die Schnellpartien, so auch hier die klassischen Turnierpartien. Eljanov hat Druck gemacht, mit Weiß konnte er seinen Vorteil aber nicht verdichten gegen gewohnt zähe Verteidigung von Kajakin und mit Weiß hat Kajakin dann in 14 Zügen Remis gegeben, war also zufrieden, einen weiteren Stichkampf zu spielen. In der ersten Partie führt Kajakin die schwarzen Steine, Eljanov spielt ersten Springer F3. Wir sehen eine etwas merkwürdige Eröffnung. Springer F6, G3, C5, Läufer G2, Springer C6, Rochade. Und hier möchte Schwarz nicht D5 spielen, weil dann nach D4 ein Grünfeld in damit vertauschten Farben entstehen könnte, der gemeinhin als recht gefährlich für Schwarz gilt. Daher greift Kajakin zu dem Zug E5 und nach E5, E4, Läufer E7, Springer C3, D6, D3, kriegen wir eine etwas merkwürdige Stellung, eine Art königsindischer Angriff mit vertauschten Farben. Schwarz hat die Schwäche auf D5, dafür aber relativ viel Raum gewonnen und es steht ein komplizierter strategischer Kampf bevor. In dieser ersten Partie gespielt mit 25 Minuten Bedenkzeit plus 10 Sekunden pro Zug pro Spieler geht das weiße Konzept für Eljanov zunächst recht gut auf. Er spielt Springer D2, mag komisch aussehen, aber es plant diesen Springer nach E3 zu manövrieren, um das Feld D5 zu kämpfen. Und Kajakin versucht ihn zu belästigen, bevor er dieses Manöver vollenden kann mit, oh ne, sorry, Läufer G4 hätte er vielleicht machen sollen, kam aber nicht. Läufer G4, F3, Läufer E6, F4 hätte auch zu interessantem Spiel geführt. Aber es kam H6, ein nützlicher Zug, aber vielleicht nicht so wichtig in dieser Stellung. Springer C4, Läufer G4, jetzt und Dame nach D2. Sieht wieder komisch aus, aber Eljanov hat einen strategischen Plan. Springer D1, Springer E3 und C3. Und in der Partie geht er sehr gut auf. Läufer D7, ich glaube, ein ungenauer Zug von Kajakin. Mir scheint Läufer E6 hier näher zu liegen, wonach unter anderem der Plan mit Springer D1 nicht so effektiv ist, weil Schwarz hier vielleicht sogar einen kleinen Trick hat. Mit Springer schlägt E4, nutzt die Stellung des Springers auf C4 aus. Läufer schlägt E4, D5 und Schwarz stünde gut. Am stärksten folgt der Läufer D7 und hier ging im Folgenden die strategische Agenda von Eljanov sehr gut auf. Er erreicht alles, was man erreichen kann in dieser Variante. Seine Springer stehen ideal auf E3 und C4. Er setzt den Durchbruch F4 durch und Kajakin hatte eine sehr unbequeme Stellung. Um Gegenspiel zu kriegen, versucht Kajakin hier D5 durchzusetzen und ist dafür bereit, seinen Läufer abzugeben. Mit Läufer schlägt C4. Sofortiges D5 scheiterte nämlich an E schlägt D, Springer schlägt D5 und F5. Und es gibt große Probleme mit diesem Läufer. Springer schlägt E3 einfach, oder was heißt einfach, F schlägt E6, Springer schlägt F1, EF7 und Weiß gewinnt. Daher die Entscheidung, diesen Läufer zu geben, aber das Läuferpaar ist in der entstandenen Stellung sehr, sehr mächtig. Vor allem dieser Läufer auf der langen Diagonale, der keinen Gegenspieler hat. Und im weiteren Verlauf konnte Eljanov seine Initiative ausbauen. Es war nicht alles klar, aber die Stellung ist deutlich leichter zu spielen für Weiß. Kajakin lässt sich hier auf Abenteuer am Damenflügel ein. Versucht diesen Bauern zu erobern oder diesen Bauern. Aber es ist riskant, sich so weit zu entfernen mit der Dame vom Hauptschauplatz. Und Eljanov in aller Ruhe mit König H1 bereitet er Turm G1 vor. Mit Läufer E1 möchte er Läufer H4 spielen. Bereitet seinen Königsangriff vor. Während Schwarz hier auf Bauernjagd ging, aber das sollte sich rächen. Läufer H4 fesselt diesen Springer. Turm D6 und wir sehen schon, die schwarzen Figuren sind nicht so gut koordiniert, trotz mehr Bauern. Und Eljanov nutzt dieses aus hier. C4 nutzt aus, dass die Dame nach wie vor diesen Springer decken muss. Und nach Dame A6, der Starzug der Partie für mich, der Zug D4. Ein sehr schöner Durchbruch. C schlägt D4, scheitert dann B4 und
Weiß gewinnt den Springer auf A5. Turm schlägt D4, kam in der Partie, aber auch das rettet den Schwarzen nicht wirklich, weil er jetzt sehr große Probleme hat mit diesem Springer, und zwar nach Dame nach C3. Gibt eigentlich keinen vernünftigen Zug, um den Springer zu decken, muss man B6 spielen. Aber das unterbricht die Verbindung der Dame zum Springer nach F6. Zum Beispiel einfach Läufer schlägt F6, G schlägt F6, Dame G3 Schach und der Angriff am Königsflügel wird durchschlagen, weil die schwarze Dame so weit weg ist. Läufer G7, Turm G1 und es passieren böse Sachen auf dieser G-Linie. Kajakin sah das natürlich alles und entschloss sich daher hier eine Figur aufzugeben mit Springer E4. Aber das ist Verzweiflung und Erjanow hatte keine Probleme, seinen Vorteil zum vollen Punkt umzumünzen. Hier, das Läuferpaar ist dem einen Springer doch recht deutlich überlegen. Und eine kleine Schlusskombination hier, um Läufer D5 mit Doppelangriff zu kriegen. Und Punkt für Erjanow. Erjanow gewinnt die erste Stichkampfpartie. Das heißt, Kajakin stand in der zweiten Stichkampfpartie unter Siegzwang. Eine Situation, die er durchaus schon kannte aus dem Turnier. Gegen Onischuk in einer früheren Runde musste er sogar die Turnierpartie auf Befehl gewinnen. Da gelang ihm das. Deshalb ist er noch im Turnier. Und allgemein muss man sagen, Kajakin hat sehr, sehr gute Nerven, was ihn in diesen Stichkämpfen auch so gefährlich macht. Eine Frage ist natürlich immer, wie geht man so eine Partie mit Weiß an? Versucht man auf Angriff zu spielen? Kajakin ist von Haus aus eher E4-Spieler. Oder versucht man, ruhig zu spielen, Figuren auf dem Brett zu behalten und für eine lange Partie zu sorgen? Und das ist die Strategie, die Kajakin wählt, eine ruhige Reti-Variante hier, die aber zuletzt durchaus populärer geworden ist. Läufer G4, E6, C6, einer der vielen soliden Aufbauten, die Schwarz zur Verfügung hat. C schlägt D5 und hier ist der beste schwarze Zug, der Zug, den Erjanow spielt. Läufer schlägt F3, gibt das Läuferpaar auf, um nicht in Gefahr zu laufen, etwa diesen Läufer zu verlieren. Läufer schlägt F3, Läufer schlägt F3, C schlägt D5. Eine sehr ruhige Stellung, aber Weiß hat einen Langzeittrumpf in dem Läuferpaar. Und Kajakin hat sich damit entschieden für eine Stellung, die nah am Ausgleich ist, aber mit vielen Figuren und mit langfristiger Perspektive, statt auf Angriff zu spielen und Gefahr zu laufen, dann mit leeren Händen dazustehen. Die Stellung entwickelt sich, wie gewohnt, beide Seiten bringen ihre Figuren raus. Es ist nicht besonders viel los. Der weiße Läufer ist auch nicht unendlich gefährlich, beziehungsweise das weiße Läuferpaar. Aber die Partie bleibt am Laufen. Erjanow versucht hier, diesen Läufer abzutauschen. Ist nicht so leicht wegen eines schönen kleinen Tricks von Kajakin. Er spielt hier B3 und auf Läufer schlägt C3 käme B schlägt C4, wonach die schwarze Stellung auseinanderfliegen würde. Daher muss dieser Springer weichen, geht nach B6 und jetzt behält Weiß den Läufer mit Läufer nach B2. Zumindest vorübergehend. Der Läufer sollte trotzdem abgetauscht werden nach Dame E7, Springer D3, Läufer A3. Jetzt steht Weiß bereit, mit dem Springer nach C5 einzufallen. All das ist nicht weiter dramatisch, aber trotzdem gefällt mir die Partieanlage von Kajakin, der hier auf Mini-Vorteil spielt und dafür sorgt, dass es keine schnelle Verflachung gibt. Kleiner Trick hier, den ich schnell übergangen habe mit Springer schlägt B7, Turm schlägt B7, Turm schlägt C6. Gewinnt kein Bauern, weil Schwarz den Bauern auf A2 zurückerobern kann. Aber es führt trotzdem nach wie vor zu leichter weißer Initiative, der jetzt die C-Linie hat. Also die Partie hat sich recht logisch entwickelt. Erjanow hat sich gut verteidigt, Kajakin hat Druck gemacht. Und Kajakin muss gewinnen, ist natürlich an Remis nicht interessiert, weil das das Ausscheiden aus dem Turnier bedeuten würde. Versucht es weiter, spielt naheliegende Züge. Erjanow verteidigt sich weiter gut. Aber der weiße Druck ist nie völlig weg. Dieses Endspiel sieht ausgeglichen aus, aber der Läufer ist dem Springer ein bisschen überlegen und dazu ist es leichter, den B4 anzugreifen für Weiß, als für Schwarz den B3 anzugreifen. Insofern gibt es hier durchaus noch Hoffnung. Turm A1 besetzt die offene Linie, ein paar weitere Standardzüge, ein Turmpaar wird getauscht. Und jetzt sehen wir, dass der B4 etwas zur Schwäche neigt und der schwarze Turm deshalb passiv bleiben muss. Immer noch nichts Schlimmes passiert. Springer D7, E4, typischer Durchbruch im Zentrum. Und hier steht Erjanow vor einer schweren Entscheidung. Er entscheidet sich für D schlägt E4, was nicht unbedingt ein Fehler sein muss, aber die Stellung öffnet. Die Alternative wäre gewesen, Springer F6 zu spielen, damit E5 zu provozieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob Kajakin E5 gespielt hätte. Auch E schlägt D kommt hier durchaus in Frage. Und zu versuchen, so eine Stellung zu verteidigen. Ist alles nah am Remis, aber wie gesagt, es bleibt immer Spiel. In dieser Stellung hat Weiß den typischen Durchbruch G4, wonach Schwarz entscheiden müsste, ob er H schlägt, GF schlägt, G zulassen will.
und dann potenziell sich mit einem H-Freibauen auseinandersetzen möchte oder ob er die Schwäche auf H5 in Kauf nimmt. Es gibt also Ideen für Weiß, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Stattdessen spielt er Jan auf D schlägt E4, sicher in der Hoffnung auf F schlägt E4 und E5, was auch nicht völlig klar wäre, aber die schwarze Sache leichter macht. Aber Kajakin spielt Läufer schlägt E4, wonach seine Struktur nicht besonders schön ist, aber seine Figuren sehr aktiv sind und der König hat vor allem das Feld C4 erobert. Ein paar Züge später greift er Jan auf zu E5, auch über diesen Zug kann man streiten, aber er musste ein Gegenmittel finden gegen König D3, König C4, was diesen Bauern angreift. Der Computer verteidigt sich hier mit komischen Varianten wie König nach H6 nebst F5 und G5, aber E5 ist nicht besonders überraschend. Von Eljanov versucht die Stellung weiter zu vereinfachen. Nach König E3 muss er trotzdem sehr, sehr aufpassen. Ich denke, hier begeht er einen Fehler mit König nach F6. Besser gewesen wäre hier sehr direkt zu spielen mit E schlicht D, König schlicht D4 und Turm D6 Schach, zu versuchen, ein paar der Stellung innewohnende Motive auszunutzen, wie zum Beispiel das König C4, nicht ohne weiteres funktioniert wegen dieser Springergabel. Trotzdem ist die Stellung nicht klar, weil Springer B6, König C5 kommt. Und hier gab es eine Verteidigungsidee. Wie gesagt, ich habe es nur aus Interesse angeguckt. Man kann von den Spielern nicht erwarten in der Schnellpartie, dass sie all das hier finden und dann auch noch richtig einschätzen, wenn ich es dann richtig eingeschätzt hatte. Aber diese Idee gefiel mir, nach König C5 Springer nach A2 zu spielen. Und mir scheint, dass das eine Festung ist, weil Schwarz diesen Springer auf A2 ziemlich gut versteckt hat und der Weiße den nicht wirklich vertreiben kann. Selbst wenn Weiß manövriert und eines Tages, keine Ahnung, sagen wir F4 Läufer, F3 Läufer, D1 Läufer, C2 Läufer, B1 spielt, käme Springer C3 mit Angriff auf den Läufer, sodass der Läufer wieder weichen müsste und der Springer könnte zurück nach A2. Und wenn der weiße König sich zurückbegibt, um den Springer anzugreifen, dann ist der B4 nicht mehr angegriffen. Also ich vermute, dass Eljanov so die Stellung hätte halten können. Aber wie gesagt, das war eher Liebhaberei von meiner Seite, dass ich mir das angeguckt habe. Stattdessen nach König F6 sollte er nicht dazu kommen. Und der weiße König nimmt das Feld D4 ein. Und diese Sache ist für Schwarz schon sehr, sehr gefährlich. Mit der Schwäche, mit Raumnachteil. Der Läufer ist hier dem Springer überlegen mit Bauern auf beiden Flügeln. Und es sollte auch nicht mehr allzu lange dauern. Kajakin verstärkt seine Stellung systematisch, gewinnt weiter Raum und macht jetzt Beutezug am Königsflügel. Daher wenige Züge später der volle Punkt für Sergei Kajakin an dieser Stellung gab. Eljanov sich geschlagen, Turm schlicht G3, käme Turm H7 Schach und Schwarz verliert weiteres Material, zum Beispiel König A6 Läufer D3, König A5 wäre nicht gut wegen Turm A7 Schach matt und hier zu schlagen würde auch wenig Hoffnung versprechen, genauso wenig wie König B8 Turm nach B7. Damit 1-1 nach den 25-Minuten-Partien und es ging weiter in die 10-Minuten-Partien. In der ersten Partie für wieder Eljanov die weißen Steine. Sie spielen die gleiche Öffnung, die wir schon kennen aus der ersten Schnellpartie und hier weicht Eljanov ab mit H3. Ihm gefiel wohl diese schwarze Idee mit Läufer G4 nicht so gut, die es in der ersten Schnellpartie gab. Turm nach R8, Turm E1 entwickelt sich wieder eine ruhige Partie. Das schon bekannte Springermanöver, der Springer geht nach C4. Kajakin hat eine Vorliebe für Läufer D7 und Läufer C6. Spielt das auch hier, Läufer F8, Läufer G5, auch ein typisches Thema. Dieser Läufer soll abgetauscht werden gegen den Springer. Läufer hatte nicht viel zu tun auf C1 und kann vielleicht helfen im Kampf um das Feld D5. Springer A5 war kein besonders guter Zug, besser wäre hier Springer B5 gewesen. Nach Springer A5, die Idee ist lobenswert auf C6 zu schlagen, aber ich vermute, Eljanov war entgangen, dass Kajakin einfach Läufer D7 spielen kann. Und wenn Weiß hier zu gierig werden würde, mit Springer schlicht B7 käme A5 und der Springer kommt nicht wieder raus und wäre verloren auf B7. Stattdessen ja eine Expedition hier mit beiden Springern. Die Partie entwickelt sich weiter logisch, damit D8. Auch hier gab es einen kleinen Trick schon, aber wie gesagt, in einer fast Blitzpartie ist das alles deutlich leichter zu kritisieren als zu spielen. A6 wäre möglich gewesen und auf Springer C7 Dame nach D8. Und egal welchen Turm der Springer schlägt, er wird gefangen genommen im Schwarzlager. Zum Beispiel Springer schlägt E8, Dame schlägt A5 und dieser Springer kommt nicht wieder raus und Schwarz stünde gut. So dass Weiß nach A6 wahrscheinlich kleinlaut den Rückzug hätte antreten müssen mit Springer C3 und seine Spielanlage gescheitert wäre. Stattdessen kamen ein paar weitere Manöver, auch hier hat Kajakin keinerlei Probleme. Der weiße Springer schafft es nach D5, wird aber nicht unterstützt von seinem Kollegen, sodass Schwarz diesen ohne große Probleme beseitigen kann.
Springer C4, B5. Jetzt ist der Kollege da, aber Schwarz ist rechtzeitig auf D5 zu tauschen. E schlägt D5 wäre strategisch nicht sehr erstrebenswert. Dann Läufer nach D7 und bei Schwarz alles in bester Ordnung. Deshalb spielt Janov Springer schlägt D5. Chance ist wahrscheinlich groß ausgeglichen. Und im weiteren Verlauf macht Weiß mehr Fortschritte als der Schwarze. G6, Turm A7, jetzt Läufer schlägt D5, E schlägt D5, immer noch ausgeglichen. Dame B6, Dame A1. Weiß hat immerhin die A-Linie jetzt als Operationsbasis. Und der Zug C4, eine ziemlich verpflichtende Entscheidung, versucht die Stellung zu öffnen und diese Diagonale. Aber im Gegenzug nimmt Schwarz die Schwäche auf C4 in Kauf. Schlägt Turm E2, um den Bauern zu decken. Turm nach B7, die Türme auf dem Brett behalten. Und G4, eine sehr, sehr verantwortungsvolle Entscheidung von Eljanov. Der Plan ist, die weißen Felder unter Kontrolle zu nehmen mit Läufer nach E4 und dann H4, H5 vielleicht einen Angriff zu kreieren. Aber G4 schwächt auch enorm die schwarzen Felder rund um seinen eigenen König. Das ist also eine sehr zweischneidige Entscheidung. Dem Computer gefällt es nicht und ich gebe wie üblich dem Computer recht, der plädiert für Läufer F1 bescheidener, um diesen Bauern ins Visier zu nehmen, wonach Weiß es etwas besseres Spiel hätte. Wie immer sei, Eljanov spielt ambitionierter G4, es folgen weitere Manöver, Weiß folgt seinem Plan, verstärkt seine Stellung hier etwas und entscheidet sich jetzt, diesen C4 einzutauschen gegen den Bauern auf B2. Soweit so gut, mittlerweile steht Weiß etwas besser wegen seiner Initiative und auch diesem Plan, den er hat mit H4, H5 kombiniert mit Ideen wie Dame C7. Also Schwarz muss aufpassen und Kajakin verteidigt sich. Gewohnt sorgfältig, eine große Stärke von Kajakin, er stellt kein Material ein, auch wenn es strategisch nicht so läuft, bleibt er ein sehr zäher Verteidiger. Und das hier ist die Schlüsselstellung dieser Partie nach Läufer nach G7. Hätte Weiß Vorteil reklamieren können mit dem Zug Dame nach C6. Den Damentausch kann Schwarz nur sehr, sehr ungern zustimmen, weil dieser weiße Freibauer sehr mächtig ist. Aber Schwarz kann auch nicht besonders gut ausweichen. Nach Dame B8 steht er sehr passiv, Beispiel C4 mit der EC5 und dann D6. Und die weiße Spielanlage hätte sich hier, ja, ich weiß nicht, ob durchgesetzt, aber auf jeden Fall als vorteilhaft erwiesen. Stattdessen greift Eljanov zu seinem anderen Plan, spielt den Zug H4, aber das Timing könnte schlechter nicht sein. Wir schalten uns einmal in das Video der Partie ein, hier nach Läufer F6. Ich hoffe, es klappt. Ich muss einmal umschalten. So, jetzt müssen wir es haben. Ich weiß nicht, wie viel man sehen kann. Die Perspektive ist gerade nicht ideal. Das ist die Stellung nach. Ist die Stellung nach H4? Ich glaube, das war H4. Läufer F6 kennen wir schon. Ja, da läuft er nach F6 und Eljanov setzt seinen Plan fort mit H5, aber das hat einen dramatischen Nachteil. Und zwar den Zug Läufer nach H4. Ich weiß nicht, wie gut man die Stellung erkennen kann. Wir gucken uns gleich wieder auf dem Brett an. Aber Läufer H4 war ein sehr, sehr böses Erwachen. Da sehen wir es. Kajakin setzt an und spielt Läufer H4. Bei Eljanov nur ganz kleine Regung. Auch er sehr cool. Normalerweise sieht man den Spielern im Gesicht mehr an nach einem so groben Einsteller. Denn das ist H5, Läufer H4. Weil auf einmal Weiß diesen Punkt F2 nicht mehr verteidigen kann. Das Problem ist, wenn er mit der Dame nach A2 oder E2 gehen würde, würde der Turm fallen und ansonsten kann er den Punkt nicht decken. Und der Einfall der schwarzen Dame auf F2 ist partieentscheidend. König H3, Dame schlägt F2. Noch stärker wäre Läufer F2 gewesen. Aber Dame schlägt F2 ist gut genug. Und diese Stellung, jetzt hat Schwarz einen Bauern mehr und auf einmal Initiative, Angriff gegen den schwarzen König, gegen den weißen König. Das lässt sich Kajakin nicht mehr nehmen. Ein paar Züge später ist die Partie vorbei. Eljanov schafft es hier noch, die Türme zu tauschen. Aber wie gesagt, mit dem König so offen und dem schwarzen Mehrbauern dazu ständig Themen wie F5 und E4 in der Luft, ist die Stellung nicht zu halten. Kajakin sammelt noch einen weiteren Bauern ein. Dann noch einen weiteren Bauern. Noch einen weiteren Bauern. Jetzt hat er vier Bauern. Der Weiß hat im Gegenzug nur einen Schach auf H7. Na gut, ein zweites Schach hätte er noch gehabt auf H8. Aber Dauerschach, davon kann er nur träumen. Daher gab Eljanov sich hier geschlagen. Und Kajakin geht in Führung, hat zwei Partien in Folge gewonnen. Das heißt, jetzt steht Eljanov unter Siegzwang. Und das auch noch mit den schwarzen Steinen, was es nochmal schwerer macht als
mit Weiß. Wir haben nur ganz wenig Comebacks im gesamten Weltcup gesehen, wo ein Spieler mit den schwarzen Steinen in Ausgleich schießen konnte. Erinnern kann ich mich spontan nur an Wei Yi, dem dieses Kunststück gelang gegen Juri Woff. Aber auch das nur unter größten Mühen. Kajakin greift wieder zuerst in Springer F3, um auf Remis zu spielen. Komischerweise, oder vielleicht auch nicht komischerweise, sehen wir häufig auch E4, so zum Beispiel von Peter Svidler gegen Anish Giri im anderen Halbfinale. Aber Kajakin bleibt im Zug Springer F3 treu und Eljanov greift zu einem typischen Aufbau von unter Siegzwang stehenden Spielern. F4 an Ketil-Läufer und hofft auf kompliziertes Spiel und ist bereit, dem Weißen hier etwas Raum im Zentrum zu geben. D5, D6. Hier begeht Kajakin aus meiner Sicht einen sehr ernsten Fehler, auf jeden Fall was die Turniersituation angeht. Der normale Zug hier wäre E4 und ja, die normale Benoni-Stellung, Springer F6, Springer C3. Weiß steht ein bisschen besser, aber es bleibt eine komplizierte Partie, was Eljanov haben wollte. Aber nach Springer C3 kriegt er gratis eine noch deutlich kompliziertere Partie. Und ich kann es mir nur so erklären, dass Kajakin mit diesem Motiv nicht vertraut war, und zwar Läufer schlägt C3, Schach B schlägt C3. Und jetzt der Zug F5. Sieht sehr merkwürdig aus, hat aber eine gesunde strategische Basis. Schwarz möchte das Feld E4 kontrollieren und hat danach einen relativ leichten Aufmarschplan mit Dame A5, Springer D7, Springer B6, Läufer D7 etc. Dieses System sieht man häufiger über eine andere Zugfolge. D4, G6, C4, Läufer G7, Springer C3, C5. Und jetzt auf D5, Läufer schlägt C3, B schlägt C3 und F5. Im Gegensatz zur Partie fehlen da die Züge Springer F3 und D6, was dem Weißen zugutekommt. Hier kann man Züge wie E4 oder H4 spielen und versuchen, den schwarzen Aufbau zu bestrafen. Aber mit Springer auf F3 und Bauern schon auf D6 ist all das nicht mehr wirklich möglich. Von daher denke ich, dass das hier eine sehr gute Version für Schwarz ist und gerade unter Siegzwang stehend ein absoluter Traum für Pavel Eljanov. Kajakin, ja, ich denke, er war mit diesem Aufbau nicht vertraut. Setzt relativ solide fort, was normal ist, aber der Schaden ist schon angerichtet mit der schlechten Struktur. Eljanov spielt den Standardplan für Schwarz. Dame A4, weiß ich nicht, ob es der beste Zug war. Hier hätte man auch kurz oder lang rochieren können. Die Dame steht nicht schlecht auf A5 und kann eher auf A6 genutzt werden als auf A4 häufig, weil Dame schlägt B3, A schlägt B3 nie eine Drohung ist. Wie immer sei, Kajakin spielt weiter sehr passiv, auch hier der Zug E3. Bin ich nicht sicher, aber mir gefällt, weil er recht unfreundlich diesem Läufer gegenüber ist, der jetzt eigentlich ziemlich lebendig begraben ist. Und Eljanov, ja, tauscht hier einmal ab und spielt E5. Selbst mehr als Läuferpaar Fetischisten gefällt diese Stellung kein bisschen für Weiß, weil der Läufer auf D2 einfach keine Perspektiven hat und Weiß auch nicht mehr rechtzeitig ist, ihn zu befreien mit E4. Auch gehen wir jetzt F schlägt E4. Läufer schlägt E4 funktioniert nicht, weil der Bauer auf C4 hängt und Läufer F1, nee, Turm schlägt E4 funktioniert nicht wegen Läufer nach F5. Insofern schon eine sehr unbequeme Stellung für Weiß. Und Kajakin versucht, diese geschlossen zu halten mit F4, E4. Eljanov geht am Königsflügel vor. Und spielt weit stark. Verdoppelt die Türme auf der G-Linie. Finde jetzt eine neue Idee, seine Figuren umzugruppieren. Beginnt mit Dame A6 und dann Läufer nach E8. Möchte den Springer nach F6 bringen, die Schwäche H5 aufs Korn nehmen. Bisher eine Musterpartie für diese Variante von Pavel Eljanov. Aber wie gesagt, ich denke, Weiß sollte sich auf diese Variante sowieso nicht einlassen. Gerade nicht, wenn ihm ein Remis genügt. Es folgen weitere Manöver. Man kann einzelne Züge hier auf die Goldwaage legen, aber mit 10 Minuten wäre das nicht besonders fair. Eljanov bringt erstmal seinen König in Sicherheit, bevor er zu aktiven Handlungen übergeht. Bringt den König nach H8, jetzt stellt er die Türme wieder auf die G-Linie. Turm H3, Dame nach A6, jetzt versucht die Dame ins Spiel einzugreifen. Dame nach D1. Kajakin bereitet sich vor, diesen Bauern zu decken und seine eigene Dame an Königsflügel zu bringen. Aber hier hat Eljanov eine taktische Chance, die er nutzt. Und zwar dadurch, dass die Dame den Bauern C4 nicht mehr deckt, hat Schwarz die Möglichkeit Springer G4 Schach. Der Springer muss geschlagen werden und jetzt F schlägt G4 mit Doppelangriff auf den Turm und den Bauern C4. Und nach Dame schlägt C4 bricht die weiße Stellung auseinander, auch der D5 ist nicht mehr zu halten. Und Schwarz hat zwei Bauern mehr, ich glaube gleich sind die Bauern ein paar Züge später. Wir klicken einmal ein bisschen vor. Kajakin tut, was er kann, hier seinen totgeglaubten Läufer zu aktivieren und den Turm ins schwarze Lager zu bringen. Aber Schwarz hat zu viele Bauern, tauscht diesen aktiven Turm ab. Kajakin entscheidet sich, den H-Bauern auch gleich noch zu opfern, um auf der H-Linie letzte Chancen zu suchen.
Aber drei Bauern sind drei Bauern und es sollte hier eigentlich nichts mehr drin sein. Dennoch, auch in dieser Phase muss man Kajakin ein Kompliment machen, der in hoffnungsloser Situation weiterkämpft und weiter Probleme stellt. Hier mit dem Zugläufer A1 bereitet er Dame nach B2 vor. Objektiv steht Schwarz schon ja, seit längerem auf Gewinn. Gab schon mehrere Möglichkeiten, die ich übergangen habe. Läufer schlägt C4 funktionierte schon mehrfach. In dieser Stellung hätte es auch funktioniert. Läufer schlägt C4. Inzwischen vier mehr Bauern. Ich vermute, Eljanov verzichtete darauf, weil er Angst vor F5 hatte. Aber auch den könnte man einfach schlagen. König schlägt F5, fünf Bauern mehr. Und wenn Weiß sich ein zurückholt, kommt das Gegenschach, Dame G5 Schach. Und das Endspiel wäre hoffnungslos verloren. Stattdessen spielt Eljanov D5. Was auch verlockend aussieht, Weiß muss schlagen. Turm schlägt D5. Und es scheint, dass Schwarz nicht nur jede Menge Material mehr hat, sondern auch die Initiative übernimmt auf der D-Linie. Hier zeigt Kajakin seine Zähigkeit, seine letzte Ressource, den Zug Dame nach B2. Droht ein ziemlich gemeines Schach auf G7, droht sogar matt mit Dame G7, Dame H7. Und Schwarz hat daher keine Zeit, zum Beispiel den weißen Turm zu schlagen. Turm D3 Schach, König E2. Und Eljanov muss zur Verteidigung übergehen mit sehr, sehr wenig Zeit auf der Uhr. Keine angenehme Übung. Der objektiv beste Zug, der nach wie vor die Gewinnstellung behalten hätte, wäre Dame nach E7, deckt dieses Schach. Aber auch Eljanovs Zug ist nicht zu tadeln. Er spielt Dame D4, eliminiert damit den weißen Angriff und geht in ein Läuferendspiel über, was gewonnen sein sollte, aber nicht trivial ist. Denn Schwarz muss hier sich von einem Bauern trennen. Nämlich den Bauern auf D4, spielt das genaue Läufer C4, E schlägt D3, wer schwächer hat, dann verliert er. Diese beiden Bauern, A nach Läufer C4, Läufer schlägt D4, E schlägt D3, König nach E3, ist die schwarze Stellung nach wie vor gewonnen. Es ist allerdings absolut nicht trivial, gerade mit dieser wenigen Zeit. Eljanov spielt zunächst stark den Zug A5, nimmt dann weißes A5 aus der Stellung und legt die Schwäche auf A4 hier fest. Läufer nach E1. Aber jetzt konnte er sich wahrscheinlich nicht dazu durchringen oder er hatte nicht die Zeit mit ein paar Sekunden hier die Geschichte durchzurechnen. Läufer B3 hätte zu einer Gewinnstellung geführt. Ich möchte keine große Analyse durchführen. Eine Variante zum Beispiel ist Läufer F2, Läufer schlägt A4, König D3, Läufer B5 Schach und der weiße König muss sich entscheiden, wo er hingeht, wenn er zum Beispiel nach D2 geht. Dringt der schwarze König ins weiße Lager ein. Schwarz gewinnt recht sicher. Diese Stellung ist gewonnen. Die H-Bauern, H- und G-Bauern laufen vor. Der F-Bauer kann einfach aufgehalten werden mit Läufer E8, Läufer F7. Es gibt noch einige Varianten mehr, zum Beispiel auf Läufer B5, Schach, König E3. Aber auch diese Stellung ist für Schwarz gewonnen. Er zieht seinen Läufer weg, zieht dann seine Bauern vor und später schafft er mit H4 sich einen weiteren Freibauern auf der G-Linie. Und Weiß würde sich nicht halten können. Aber Eljanov, wie gesagt, alles leichter gesagt als getan. Den paar Sekunden auf der Uhr wiederholt erstmal die Züge, um Zeit zu gewinnen. Läufer E1, König F6, Läufer D2, König G6. Und hier schalten wir uns wieder in die Partie ein, wenn es denn klappt. Ne, das ist noch das alte Video. Ich weiß wieder nicht, wie viel man sehen kann. Die Spieler sind in diesem Endspiel und Eljanov manövriert mit dem König, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Läufer nach C3. Das ist die Stellung, die wir gesehen haben. Und König nach F5. Dem einen oder anderen mag schon was auffallen. Da sehen wir Kajakin. Wir sehen eigentlich nur seinen Arm, aber auch ihm fällt irgendwas auf. Und ja, da. Er hält die Uhr an, da sehen wir wieder die Nervenstärke von Kajakin, denn in der Partie in der Tat hat Eljanov den Zug nach Läufer C3, König F5 gespielt und das ist dreimalige Stellungswiederholung. Eine Frage, die ich mir gestellt habe erstmal ist, gibt es überhaupt dreimalige Stellungswiederholung in Schnellschachpartien? Die Antwort scheint zu sein, ja, aber nur, weil ein Schiedsrichter vor Ort ist und die Züge mit aufschreibt. Die Internetübertragung reicht nicht als Beweis, aber der Schiedsrichter hat die Züge mitgeschrieben. Es gab eine kurze Rekonstruktion der Partie und es stellte sich raus, ja, dass Kajakin recht hat mit seiner Reklamation und damit die Partie Remis ist durch dreifache Stellungswiederholung, was bedeutet, dass Pavel Eljanov aus dem Turnier ausscheidet und Sergei Kajakin ins Finale einzieht. Herzlichen Glückwunsch an Sergei Kajakin, der auch in diesem Halbfinale, diesem Stichkampf wieder
seine Stärken unter Beweis gestellt hat. Er bleibt cool, auch in extremen Drucksituationen. Er ist ein sehr, sehr guter Techniker und er ist enorm, ja, nervenstark. Und daher kann man nicht sagen, dass es unverdient war. Er hat schon häufiger kritische Situationen in so einem Tiebreak zusammengehalten. Der Gewinner in solchen Geschichten ist nie unverdient. Trotzdem dramatischer und tragischer hätte es nicht enden können für Pavel Erjanov, der ein Riesenturnier gespielt hat, haufenweise Elo gewonnen hat und strategisch auch diesen Tiebreak dominiert hat. Eine schöne erste Partie gewonnen. Dann, ja, selbst in dieser Must-Win-Partie, in der letzten, mit Schwarz eine Gewinnstellung aufgebaut hat. Aber er konnte sie nicht verwerten und scheidet damit aus dem Turnier aus. Trotzdem als Überraschung und ein bisschen Held des Turniers. Aber Kajakin wird es egal sein. Er steht im Finale und das bedeutet auch, dass Kajakin sich qualifiziert hat für das Kandidatenturnier 2016. Gemeinsam mit Peter Svidler. Das dritte russische Finale im World Cup in Folge übrigens. Und damit stehen diese beiden, Svidler und Kajakin, als Teilnehmer am Kandidatenturnier 2016 fest. Trotzdem muss natürlich noch der World Cup-Sieger ermittelt werden. Es geht unter anderem auch um viel Geld. Ein Vier-Partien-Match zwischen den beiden steht uns bevor und man darf gespannt sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in Bälde wieder auf Chess24. Tschüss.